herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist es mal eine kleine Mod-Vorstellung, was wir hier so haben. Ja, wir haben heute die Workbook-Mod. Ja, das ist hier das Buch. In der Kiste gucke ich gleich, weil hier... nicht wundern, Freunde, warum ich Steve bin. Zurzeit habe ich ein kleines Minecraft-Problem. Bezüglich Hacks, Hacking und so, bitte. Ich wurde, denke ich mal, gehackt, warum auch immer. Aber ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Nicht wundern, warum ich Steve bin. Das wird bald wieder gelöst. Ich habe jetzt die Minecraft Cracked Version und da ist das halt mal kein Skin. Ne? Wir haben heute die Workbook Mod. Die könnt ihr euch ganz einfach runterladen. Tue ich in die Beschreibung packen. Das ist verlinkt. Und was haben wir denn da? Wir haben in der Mod ein Workbook, also das kann ich zeigen, haben wir ein Workbook, eine Unbounded Workpage und eine blablabla. Da weiß ich noch nicht, was man damit machen kann, und eine Potato Page. So. Hier. Also auf jeden Fall hat dieses Power in der Kartoffelseite, so gesagt, kann man so sagen. Es gibt so natürlich eine bessere Beschreibung, aber dafür ist egal. So, ich habe ein anderes Programm auf und da kann es sein, dass es ein bisschen schneller geht, weil es ist Fraps und Fraps nimmt 4 GB ein und ich kann nicht so gut aufnehmen, weil ich dort halt viele Zeug auf meinem Rechner habe. So, wir haben jetzt eine Workbook, die macht ihr also einfach. Bäh, ich kann nicht sprechen. Die macht ihr euch mit einem Book und einer Enderperle, dann habt ihr das Workbook. So, könnt Rechtsklick machen, there are no patches in the book. Also könnt ihr das mit Shift und Rechtsklick. Natürlich macht sich das mal weg. Das ist natürlich so gut. So, Klick, ja, also Klick um eine Anbau, also eine selbstmachende beziehungsweise eine selbstgemachte Page da rein. Es gibt keine vorgelegten und wie das Ding hier alles funktioniert. Also, wir haben hier Unbounded Workpages und ich nehme jetzt einfach mal eine. So, und wir haben jetzt hier zum Beispiel irgendwo in der Welt ein Dorf gefunden. Ja? Wir haben ein Dorf gefunden, das gefällt uns. Machen wir uns hier mit einem Papier. Habe ich ja eigentlich. War da eigentlich gleich daneben, warte. Hier hier eine Enderperle und dann hat man das auch gecraft. So. Einfach rechtsklick und das kommt Enter Waypoint Name. Da könnt ihr es zum Beispiel nennen. So, und dann könnt ihr es da reinmachen und ja, da könnt ihr euch hinporten, wo ihr das gemacht habt. Es gehen insgesamt 54 Seiten, also ihr könnt das Workbook bis 54 so welche anbauen Workpages voll machen. Ja, das ist eigentlich schon eigentlich alles. Natürlich kann man jetzt hier zum Beispiel bauen jetzt uns hier so ein Haus, ja, und da kann man das zum Beispiel jetzt hier Home nennen, ja. So, das kann man hier auch reinnehmen. Ich würde aber Home als erstes nehmen. Das ist meine persönliche Dingsweit ist eigentlich immer klar. Dann gibt es eine Potato Page, ich weiß auch nicht. Man explodiert. Warte. Muss mal kurz was machen. Und zwar geht das Wort los. Man explodiert. Das ist richtig witzig. Guck. Ich war in Creative. Ich bin in Creative, ja. Und dann, ich verstehe das nicht, man ist in Creative und stirbt durch ein Pit. Das einzige, wo du, woran du sterben kannst, ist gleich Kill oder noch was anderes. Auf jeden Fall keine Potato-Page. Auf jeden Fall, mehr kann man hier nicht machen, außer, es gibt nur was. Nämlich hier, wenn ihr nämlich Multiplayer spielt, dann könnt ihr, genau, außerdem, was ich noch zeigen wollte, ganz jetzt hier die Warpage, halt Shift und Rechtsklick, könnt ihr die halt hier zugreifen. Und was hier das an der Seite ist, das zeige ich euch jetzt. Zum Beispiel, ihr wollt Dorf nicht mehr, oder ihr nehmt einfach so eine hier, da könnt ihr so Rechtsklick, also Shift, Rechtsklick, und dann seht ihr zum Beispiel hier eine Player-Page, ja. Jetzt steht ihr zum Beispiel dran, Tobi 2000. So, und
die kann man hier an die Seite oder auch nicht reintun, ne? Also ich habe zwar gedacht, das kann man hier reintun, aber naja. So, und da kann man sich halt porten. Ja. Also ich tue mich jetzt praktisch zu mir porten. Aber wenn ihr zum Beispiel mit anderen Spielern spielt, die können das natürlich auch machen und da könnt ihr euch halt dorthin tippen. Beziehungsweise da müsst ihr halt nicht hier slash tp machen. Ja. Ja, so, einfach nur die hier zum Beispiel. Oder ihr wollt die nicht mehr vom Dorf und habt keine Enderperlen und so, könnt ihr einfach wieder rechtsklicken, dann ist die so gesagt wieder geanbaut. Und dann könnt ihr halt auch eine Player machen. Also ich hoffe, ich habe es gut genug dafür erklärt. Und deswegen wegen der Potato Bridge nicht wundern, warum ein kleiner Grat ist. Hatte ich mal ausprobiert, da auch und da auch. Na gut, Freunde, ich denke mal, das ist schon wieder viel zu lang geworden. Da würde ich einfach mal sagen, warum das lenkt das jetzt hier so? Alles klar. Na, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich hier. Wenn ich noch was vergessen habe, schreibe ich es einfach in die Kommentare. Was ist das hier für so ein Lecken? Egal, ich denke mal, das Speicher ist voll. Und da würde ich mal sagen, was ist für diese Folge gelassen? Wo ist Mod-Verstellung und lasst die böse Werte da. Ja, und ciao.